Ja, hallo, meine Schweden-Urlauber und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal wieder mit einer Schokolade aus Schweden. Ihr kennt alle die Marabou-Schokolade. Das ist ja eine schwedische Schokolade. Hier haben wir jetzt einmal die Sorte mit Fudge und Half Salt, also hier Karamell und Meersalz. Ich bin gespannt, inwiefern das Salted Caramel vertreten ist. Mit Salted Caramel, das ist ja immer so eine Sache, dass man Schokolade auch wirklich schön gesalzen hinkriegt. Das ist immer selten, da bin ich schon sehr anspruchsvoll. Wir wollen gucken, wie das bei dieser Marabou-Schokolade hier ist. Und ich beiße hier jetzt mal rein in so ein Stückchen. Ja, man schmeckt schon etwas Salz. Der Karamellgeschmack. Ah, jetzt hatte ich so ein Salzkörnchen. Also es dauert so ein bisschen, bis man mal auf ein Salzkorn beißt. Die Schokolade ist ja süß. Mit vereinzelten Salzkörnchen. Also es ist nicht, dass man denkt, boah, das ist eine salzige Schokolade. Es ist wieder sehr, sehr dezent. Ja, das könnte mehr sein. Ich denke auch, es ist eine es ist keine Karamellschokolade, sondern eine einfache Milchschokolade. Einfach nur mit ein bisschen Salz. Also der Karamellgeschmack ist hier wirklich nicht doll. Der ist ganz, ganz leicht nur gegeben. Ja, nichtsdestotrotz. Man beißt hier ab und zu immer auf so kleine Salzkörnchen. Das ist ganz interessant, wenn man mal diesen Milchschokoladengeschmack hat und dann auf einmal kommt so ein Salzkorn. Ich finde aber, hier wurde mit dem Salz mal wieder gespart. Ja, das muss nicht sein. Es könnte salziger sein. Auch die Schweden haben das nicht so im Griff. Mit dem Salted Karamell. Ich würde der Schokolade durchschnittliche 5 Punkte geben. Wie gesagt, es ist eine leckere Milchschokolade, aber. Ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Karamell, Leute. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, welche Sorte ihr von der Marabou-Schokolade am liebsten esst. Ich mag ja am liebsten die mit Daim. Die ist zwar nicht gesalzen, aber die hat richtig schöne Daim-Karamellstückchen in drin. Die ist richtig lecker. Es gibt sie auch noch mit Lakritz. Es gibt sie noch mit Haselnuss. Es gibt sie mit was weiß ich allem. Probiert auch diese Sorte gerne aus und wir sehen uns, Leute. Tschüss!